Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasserunterhaltung. Ich bin Raibo und herzlich willkommen zum Showcase der anstehenden Fahrzeuge für das Summer Event 2022 Summer Quest. Wir schauen uns alle Fahrzeuge an, der Vollständigkeit halber, und fangen hier an mit dem Leopard 2AV. Ja, der Hauptpreis bei den Panzern. Für diesen hier braucht ihr 8 Sterne. Wir gucken uns die ganzen anderen auch gleich noch an. Und dann habt ihr einen Leopard 2AV mit einer 105mm Kanone. Also eine frühe Leopard 2 Version, die finale Version ist es noch nicht. Aber ihr seht hier Leopard 2A4, er ähnelt ihm schon sehr, vor allen Dingen der Turm. Aber der Turm ist natürlich nicht der Turm vom Leopard 2A4, zumindest nicht in Gänze. Denn ihr seht ja auch, die Optiken sind noch alte Optiken. Aber die Grundform ist schon entsprechend da. Größter Unterschied zum Leopard 2A4, er hat die 105mm Kanone. Und wer es auch im Devblog gelesen hat, diese Version war auch an der Vorstellung dabei, zusammen mit dem XM1 bei den Amerikanern, wo die sich dann entschieden haben, welches Modell es am Ende werden soll. Welches bei den Amis es dann geworden ist, das wisst ihr selber. So, er sieht schon sehr wie ein Leopard 2 aus. Klar, es ist ja auch ein Leopard 2, aber halt auch wie ein Leopard 2A4. Was ich tatsächlich ganz spannend finde, beziehungsweise was mir aufgefallen ist, wenn ihr mal das Devblock-Bild jetzt mit dem Modell vergleicht, auf dem Devblock-Bild hatte der Leopard 2AV noch hier so 3 Kettenpolster rein und nicht nur 2. Also das scheinen sie da zwischendurch auch nochmal wieder entsprechend geändert zu haben. Wir schauen mal eben gerade, was wir hier haben. Die typischen Tarnanstriche sind auch dabei. Leider, und das finde ich jetzt ein bisschen schade, hat Gaijin hier nicht das Nummernschild, was sie im Devblock draufgepackt haben, bei der Kark-Tarnung, draufgepackt, wie ich hier gerade sehe. Da war ja so ein typisches Y-Kennzeichen und dann Y08-2022, also August 2022. Wäre ein schönes Gimmick gewesen, ist aber hier jetzt nicht dabei, kommt vielleicht noch. Wenn es dann das Event losgegangen ist, müssen wir einfach mal schauen. Aber ich glaube es tatsächlich an der Stelle jetzt hier nicht. So, jetzt schauen wir uns mal hier die Modifikationen an. Was haben wir? Wir fangen natürlich mit der DM12 an. Dann haben wir die DM502, die Hash, die DM23 und die DM33. Wussten wir auch schon. Warum wussten wir das? Weil die DM33 auch schon im Devblock mit angegeben gewesen ist. Wir haben ein Entfernungsmesser. Wir sind halbwegs nachtkampffähig. Wir haben aber nur einen Restlichtverstärker für den Richtschützen, für den Kommandanten und für den Fahrer. Also ekelhaftes grünes NVD-Bild. Ja, ist ein bisschen schade. Dann schauen wir mal hier in die Module rein. Wo sitzt was? Und ich kann euch jetzt ehrlich gesagt noch nicht sagen, ob in der Panzerungsansicht, ob das tatsächlich an den Turmbacken, ob das jetzt einfach noch fehlt, die Nera-Komponenten, ob die einfach noch nicht modelliert sind oder ob er wirklich keinerlei Nera-Komponenten hatte. Das kann ich euch an dieser Stelle jetzt hier nicht sagen. Es ist jetzt beides möglich, dass Gaijin es noch nicht modelliert hat und es noch reinkommt. Oder aber, dass der Leopard 2AV diese Komponenten einfach noch nicht hatte. Sondern nur hier vorne an der Wanne mit 280 bis 520, beziehungsweise hier auf der Oberwanne auch nochmal mit 170 und hier hinten auch nochmal gleichwertiger Schutz gegen. Also da ist hier auch noch nichts fertig. Es kann tatsächlich sein, dass da hier an den Backen noch was kommt, oder aber, dass das hier wirklich der klägliche Rest ist. Weil wäre das so, wäre das auf 9,7 ganz schön schlecht, weil dann, ja, würde euch alles durch den Turm bolzen, auf was ihr treffen könnt. Aber hoffen wir einfach mal, dass da vielleicht noch was kommt. Ich kann es euch, wie gesagt, jetzt noch nicht sagen. Wir werden es dann aber sehen, wenn das Teil dann im Spiel entsprechend drin ist. So, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt mal auf eine kurze Testfahrt. Problem an der ganzen Geschichte ist, wir können, dadurch, dass wir ihn natürlich noch nicht haben, können wir ihn tatsächlich leider nur mit der DM12 fahren. Unausgebaut müssen wir ihn natürlich fahren, aber dann seht ihr ihn wenigstens schon mal ein bisschen hier in Action. So, typischer Motor-Sound vom Leopard 2, kennen wir ja alles schon. Die Bewegung ist eigentlich genauso wie beim Leopard, muss man sich nicht wirklich
wirklich wundern. Gut, hier, das würde er natürlich, dieses Gelände hier würde er natürlich mit einem stärkeren Motor, einem stärkeren neuen Getriebe und auch neuen Ketten und einem neuen Filter deutlich besser schaffen. Machen wir uns nichts vor. Klar, Stabi ist drin. Wir haben das Nachtsichtgerät, wobei mich da wundert, dass das geht, obwohl wir es noch nicht erforscht haben. Aber gut, ist jetzt erstmal egal. Oh, mach das mal bitte wieder aus. Nochmal Dank. Ja. Ich halte den Leopard 2 AV auch ehrlich gesagt einfach nur für ein Füllfahrzeug. Und ich sehe da einen großen Nachteil darin, dass er tatsächlich halt eben keinen Thermal hat. Aber gut, ist halt einfach so, brauchen wir uns jetzt nicht drüber zu ärgern. Ich finde, es ist aber für einen 9.7 ein reines Füllerfahrzeug. Da wird nicht großartig, das wird keine, für niemanden glaube ich, ein Hauptkampfpanzer sein, sondern einfach nur was zum Auffüllen. Zumal ihr den hier ja auch noch spaden müsst, ne? Also dadurch, dass es ein Eventfahrzeug ist, bekommt ihr den unausgebaut. Also muss man den schon noch ausbauen, ja? Ich glaube, ja, doch, muss man. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Aber das muss man dann schon machen. So, und hier seht ihr, wir sind hier auf einer Geländestraße, sind so bei 55 Stundenkilometern, das ist okay. Ja, also ansonsten, ja, empfinde ich den Leopard 2 AV jetzt als nicht wirklich maßgebend und auch nicht wirklich bahnbrechend. Ich denke aber, ich werde ihn mir trotzdem holen, einfach um das deutsche 9.7er Deck, eventuell vielleicht auch noch das 10.0er Deck ein bisschen aufzuwerten und dann halt eben einen Panzer davon mehr zu haben. Aber so wirklich richtig lohnen, glaube ich, tut er sich nicht. Vor allen Dingen ist es ja eigentlich, ja, möchte man fast schon sagen, eigentlich fast schon der gleiche Panzer, bis auf die Bewaffnung wie beim PT-14. Und ihr habt natürlich keinen Autoloader. Aber ja, gut. Das ist jetzt hier der Leopard 2 AV. Jetzt gehen wir mal zurück in den Hangar. Dann habt ihr den jetzt zumindest schon mal gesehen. Und dann schauen wir uns jetzt mal den kleinen Italiener an. So, der kleine Italiener, der in Wirklichkeit natürlich ein ungarisches Fahrzeug ist, ja, sehen wir jetzt hier. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, deswegen nenne ich ihn einfach jetzt Srinji. Entschuldigt bitte, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Im Grunde ist es mir eigentlich aber auch egal. Sieht natürlich sehr nach Sturmgeschütz aus. Es ist natürlich auch ein Sturmgeschütz, aber die Form, die dieser Panzer hat, erinnert doch sehr an die deutschen Sturmgeschütze. Schauen wir mal hier. Turmpanzerung ist eigentlich so gar nicht vorhanden. Ja, das sind halt eben einfach, gut, hier steht zwar Panzerungsstärke 13 mm, hier steht noch 0 mm. Also hier scheint auch tatsächlich scheinen auch die Werte noch nicht zu stimmen. Wir haben hier vorne momentan 75 mm. Das ist auf 4.0 natürlich ein Witz. Das habe ich mir natürlich schon irgendwie gedacht. Hier sind es auch, hier sind sogar nur 50 mm. 75, wenn wir uns anwinkeln, ja, sind es hier so, sagen wir mal, hier oben 87. Die Unterwanne ist auch schlecht. Also das Ding ist eigentlich ein absoluter Witz, was die Panzerung angeht. Das war mir aber von vornherein schon klar, als ich die Panzerplatte hier gesehen habe. Hier hinter ist tatsächlich allerdings, oh Moment, hier, also das sind zwei Platten hier. Da muss man drauf achten. Ja, hier hinter, hier sitzt einmal die Platte mit 75 und hier sitzt die Platte mit 50. Okay, das heißt, wir haben hier an der Stelle sogar noch, sind es eigentlich rund um den Gunmantel 125 mm Panzerungsstärke. Wenn ihr hier die 75 mm der Platte und die 50 mm dieser Platte hier zusammenrechnet, dann sind wir tatsächlich bei 125 mm. Das ist dann schon wieder eine ganz andere Ansage. Aber hier an der Seite mit den 75 mm und auch hier an der Seite mit den 50 mm, das ist halt einfach ein Witz, das ist gar nichts. Da brauchen wir uns nicht drüber, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja, dieses Kugelgeschütz hier, diese Blende, die hat auch nur 50 mm. Wird eher so, glaube ich, eher so semi-gut. Schauen wir mal uns die Module an.
Ja, es sitzen natürlich alle direkt vorne, ist klar. Was anderes wäre auch nicht möglich gewesen. Die Munition ist dahinter. Er hat ganz schön viel Munition dabei. Oi, 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 oi. Ja gut, 40 Schuss. 75 mm, 43 M Kanone. Dann schauen wir uns mal die Modifikationen an. Was haben wir hier? Okay, hier ist das alles schon drin. Okay. Wir haben Raketen mit 42 mm Durchschlag. 260 Meter pro Sekunde fliegen sie. Und es steht leider nicht drin, wie viel Sprengstoffmasse da drin ist. Schade. Das hätte mich jetzt mal interessiert, aber schauen wir einfach mal. Hat ein Kaliber von 158 mm, okay. Aber Sprengstoffmasse steht da noch nicht drin, wird wahrscheinlich noch nachgereicht. Also denkt dran, ne? Da kann sich hier noch ein bisschen was ändern. Es kann jetzt erstmal sein, dass sie halt eben nur die Grundmodelle da reingepackt haben und sie noch an den Werten was ändern. So, was haben wir hier? Wir haben die 43M Panzergranat mit 143 mm Durchschlag. Das ist auf 4.0. Es ist eigentlich okay. Und es ist eine APCBC, also sie hat einen Filler. Da sind 143 mm auf 4.0, sind da schon, mein lieber Scholli, also das ist schon okay für 4.0. Das kann man auf 4.0 schon mal machen. Die HE hat 10 mm Pen, okay, ist eher so, Und die Heat, ja, ist halt so die typisch deutsche Durchschlagsheat mit 80 mm, kann man sich eigentlich klemmen, braucht keiner. So, das heißt, die 43M wird das Maß der Dinge bei den Raketen. Ja, schauen wir mal hier. Tarnanstrich-mäßig, das kennen wir alles schon. Dreifarbiger Tarnanstrich, dreifarbiger Wellentarnanstrich, okay, ist jetzt nicht wirklich der große Unterschied. Dann gehen wir jetzt mal hier in die Testfahrt rein. Wie sich das Ganze so anlässt. Also, geschwindigkeitsmäßig ist es okay. Jetzt schauen wir uns mal den Richtbereich vorne an. Okay, ist jetzt eigentlich quasi fast gar nicht vorhanden. Das sind, wie viel werden das sein? Wie viel Grad Richtbereich nach links? Vielleicht 10 Grad oder so. Nach rechts genau das gleiche. Ja, der Raketenwerfer geht da schön mit hinten hoch. Ja, nach oben hin braucht es das unbedingt. So, hier ist Schluss. Nach oben geht es relativ weit hoch. Wir schauen gleich in der Statcard nochmal nach, wie viel Gun Depression das Teil hat. Ja, das sieht schon... das sieht aber gut aus. Das sind mindestens 10 Grad, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Aber jetzt schauen wir mal. Wir gucken jetzt erstmal die Kanone. Okay, Zoom ist auch so gut wie nicht vorhanden. Schießen wir da hinten auf die Matilda. Okay. Okay, wow. Gut. Moment. Nach oben gehen die Raketen mit hoch. Gehen die Werfer auch nach unten? Nee. Also nach unten gehen sie leider nicht. Das heißt, ihr... Wie soll man denn damit was treffen? Das ist ja ein Witz. Nach oben gehen sie mit, aber nach unten nicht. Ja, gut, okay. Das ist natürlich ein bisschen Schmarren. Gut, und man kann die Raketen tatsächlich auch nicht während der Fahrt abfeuern. Doch, wenn man relativ langsam ist. Oh Gott. Okay, wartet mal. Ich glaube, wenn wir hier ein paar Meter zurückfahren. Schauen wir mal. Nee, da müssen wir noch viel, viel weiter zurück. Okay, während der Fahrt kann man sie doch abfeuern. Okay, also ich glaube, das Treffen mit den Raketen, das muss man tatsächlich üben. Ja. Aber die Kanone mit dem Durchschlag, das kann tatsächlich was werden. Das empfinde ich jetzt gerade als relativ gut. Aber auch hier das Teil, ich denke, auf jeden Fall Sneaky Peaky spielen und eher aus der zweiten Reihe. Weil ich glaube, ansonsten ist da nicht viel mit los, weil ihr wirklich von allem durchschlagen werden könnt. Tatsächlich. Das wird sonst nichts.
Also da müsst ihr richtig, richtig aufpassen. Okay, gut. Dann schauen wir jetzt gleich nochmal nach der Gun Depression. Und sehen, es sind sogar nur 8 Grad. 8 Grad? Das hat sich jetzt aber nach mehr angefühlt. Okay, gut. Dann ist das hier der Ungar, der im italienischen Baum landen wird auf 4.0. Der wird das 4.0er-Deck aber bei den Italienern gut ergänzen. Also damit kann man auf jeden Fall für 4.0 sehr, sehr gut arbeiten. So, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt schauen wir uns mal den Flieger an. So, das hier also die F4D1, Battle Rating 9.0, 4x20mm mit 260 Schuss insgesamt. Sieht so ein bisschen aus, kennt ihr noch diese alten Flieger, die man quasi wie auf so einer Zwille aufgespannt hat? Und die hatten halt unten hier so einen Haken, die hatten genau die gleiche Form und die hat man dann quasi über so einen Gummizug dann in die Luft geschossen, weil man sie hinten am Heck festgehalten hat. Ja, und dann hat man die so über einen Gummizug, wie bei so einer Zwille, in die Luft geschossen, dann sind die geflogen. So sieht die F4D1 aus. Wir gucken uns mal die Sekundärbewaffnung an, jetzt hier an der Stelle, beziehungsweise erstmal die Modifikationen. Also, da sehen wir AIM 9B. Da hatten ja viele von euch schon gesagt in meinem Vorstellungsvideo, in meinem Erklärvideo, wie das Event läuft, die AIM 9B sind ziemlich schlecht. Und dann haben wir hier noch diese Raketenpots. 114 mal Mighty Mouse oder 42 mal Mighty Mouse und entweder 2 mal AIM 9B oder 4 mal AIM 9B, sprich also am linken Flügel und am rechten Flügel. Gehen wir das Ganze mal, haben wir hier noch einen anderen Tarnanstrich, Diamondbacks Camouflage. Okay, ist der das? Really? Gott, okay, Das ist der Tarnanstrich von der USS Forrestal und das andere war der Tarnanstrich von der USS Intrepid. Okay, kurzer Testflug und schauen uns das Ganze mal an. Oh, Trägerstart. Geht das bei mir überhaupt? Oh ja, sehr gut. ich hätte warten sollen, bis die Pilotenkanzel zu ist. Na gut. Okay, Nachbrenner hat sie. Kampfklappen hat sie. Die Rollrate ist eher nicht so gut, aber sie turnt relativ gut, zumindest nach meinem Empfinden. Aber die Rollrate ist ziemlich schlecht. Okay. Ich habe sie euch jetzt einfach nur mal schnell gezeigt, damit ihr das hier nur mal sehen könnt. Ihr könnt es deutlich besser entscheiden, wie das Ding ist, ob das gut sein wird oder nicht, beziehungsweise ob sie halbwegs spielbar sein wird. Aber so wie ich das ja schon mitbekommen habe mit den AIM 9B, sind da viele nicht so wirklich begeistert von. Aber der ein oder andere wird sie vielleicht in seiner Sammlung haben wollen. Und wie gesagt, ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen. Und jetzt schauen wir uns noch das letzte Fahrzeug an, nämlich die Haruna. Da haben wir sie, der Schlachtkreuzer Haruna und man muss ja Gaijin 1 lassen. Ich finde gerade bei den Schiffsmodellen sehen die unfassbar schön aus, diese Schiffsmodelle. Also da geben sie sich wirklich richtig Mühe und ich finde, das sieht man gerade bei den Schiffsmodellen so richtig, richtig gut. So, was haben wir hier? 4x360mm Geschütze. Gucken wir mal hier rein. Also, hier haben wir die 360mm Typ 41. Dann haben wir hier 360mm Typ 41, wir haben hier 360mm Typ 41 und wir haben hier 360mm Typ 41 Geschütze. Dann haben wir 15 cm Geschütze, wir haben 12,7 cm Geschütze. Also das Ding ist bis an die Zähne bewaffnet und wenn ich es richtig gelesen habe, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, haben wir schon 360mm Geschütze im Spiel? Ich bin mir nicht ganz sicher. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Bei den Schiffen bin ich halt volles Brett entsprechend raus und auch damit machen wir jetzt mal eine ganz kurze Testfahrt. So, wir gehen mal gleich eine Salve ab und dann schauen wir mal, ob die überhaupt landet oder nicht. Aber das sieht wirklich schon toll aus. Und wenn ihr mal hier reinguckt, auf die Brücke, sieht man das hier vernünftig halbwegs? Ja, da steht sogar ein Kapitän drin. Ach ja, das sind halt eben so die kleinen, aber feinen Details, ne? So, Entfernung wird gemessen.
Wir hauen einfach mal drauf. Oh, das wird nix. Haben wir aber schön daneben geholzt. So, 40 Sekunden Nachladezeit. Treffen wir, treffen wir. Oh, jawohl. Die haben reingehauen. Die haben reingehauen. Das sind hier an der Stelle auch die SAP-Geschosse. Also die halbe panzerbrechenden HE-Granaten sozusagen. Das Ding natürlich entsprechend schwerfällig auch, weil klar, ist ein Schlachtkreuzer, aber er sieht gut aus und ich denke, diejenigen unter euch, die die Marine fahren, werden daran ihren Spaß haben. So, liebe Leute, also das war jetzt nun das Showcase zu den Preisen, zu den Fahrzeugen, die wir im Summer Event bekommen. Die CCs werden die Fahrzeuge mit Sicherheit alle wieder zum Vorzeigen kriegen als Pacht. Und da werde ich euch natürlich den kleinen Ungar im italienischen Baum und auch den deutschen Leopard 2 AV zeigen. Lasst mir gerne mal eure Meinung schon mal da. Morgen geht das Event ja los. Sagt mal gerne jetzt, wo ihr das auch gesehen habt, was ihr so davon haltet. Vielleicht hat sich ja der ein oder andere von euch noch eine zusätzliche Meinung gebildet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Haut auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.